Okay, ist auf jeden Fall Neuling, so wie es ausschaut. Ja, ist halt weiße Segel. Müssen wir jetzt noch irgendwas machen? Alles weiß. Wir sind durch mit der Dann müssen wir jetzt halt. Kapitel. Jetzt geht's weiter mit 3, 4, 5 und 6. Ja, genau. Hast du nämlich die alle offen. Und 3 ist dann bei Komm, Tascha. Bock auf Fight. Links mir nix. So, wo ist unser Schiff jetzt? Ach doch, nee, hä? Also, wir waren da Steht hinten, doch ne? schon drauf. Am Stimmt. Strand. Für mich ist das Segel jetzt irgendwie so komisch. Dachte, hast du ein neues Segel aufgelegt? Nein. Ist das das Segel von der. Hä? Echt? Von Okay. dir. Ja, es ist nur geradeaus. Dachte, das ist dunkler. Gut, okay. Das heißt, Ancient Spire wahrscheinlich. Willst du die Kampagne weitermachen, oder? Die Story? Ja, genau. Da müssen wir jetzt die drei Leute finden. Also einmal das Salty, den kennen wir schon. Die Tascha von der Taverne. Zu Tascha fahren wir jetzt. Genau, weißt du, wo die ist? Ja. Sonst kannst du es immer noch mit 2 nachlesen. Wo? Überall. Wo? Immer noch bei. Wer ist das? Hello. Okay. Der hat Bock. Willst du. Ich spiel mal kurz weg. Ich hab Bock. Nice. Ich auch. Das Schiff wurde auch ohne uns. Warum haben so viele Krawall? Los, Ja, aber doch echt, Krawall, ey. das ist ein Neuling, was will er denn? Alleine vor allem. Aufstand der Noobs. Bist du an Bord vom Schiff? Ja. Ah, okay. Geil. Ah, es ist kein Loch passiert. Ah, schade. Ich nehme mal den guten alten Stein, wo ich gerade war. Okay, unser Schiff hat doch auf eine Insel zu. Warte mal. Muss zum Außenposten Ancient Spire. Wäre cool gewesen, jetzt Part 3, bin auch dran als nächstes. Oh cool, Malfor, servus Malfor. Warte, ist der andere schon wieder gespawnt? Aber bei mir ist er nicht auf dem Schiff. Scheiße, wir fahren echt voll gegen die Insel. Nein! Pass auf, ich hab dir gerade das anvertraut. Okay, zurück aufs Schiff. Oh Scheiße. Er leckt vor allem. Oh no! Oh, das sieht nicht gut aus, was du da hinten tust. Ah, Scheiße. Um eine Sekunde zu spät. Naja, konnte ich wenigstens gleich Supplies aufrüsten und ich schon mal da bin. Ist ja wurscht. Übrigens, in deinem Panel steht immer noch, dass er ohne Mignon. Ja, stimmt, ich habe das immer noch drin, stimmt, ja. Das muss man aktualisieren. Das ohne habe ich jetzt nicht mehr. So. Gut, dann schauen wir mal auf die Insel. Guten Morgen, Bavarian Pirate. Ich habe es leider nicht geschafft um 11 Uhr. Kein Problem. Jetzt bist du da. Und durch den neuen Job habe ich auch unter der Woche kaum Zeit. Ja, gut. Ich auch nicht. War meistens eine Zeit zum Streamen unter der Woche. Höchstens mal für Runde Sea of Thieves. Ich schöpfe mal ihn voll nebenbei noch. Ja, Dann geht's genau. schneller. Noch, hier gibt es noch was. Auf X. Ich bin auf Discord. Naja, ich schreibe ab und zu wegen meinem Stream und ab und zu bin ich so in Kanälen von Discord. Einfach um mich zu verabreden mit Leuten.
Wegen Zocken. Ganz klar. Also ich nutze Discord schon ziemlich oft. Muss ich schon sagen. Ist schon ein tolles Tool, muss ich echt sagen. Viel besser als TeamSpeak. Das Schiff soll nicht ohne mich fahren. Ah. Aber das doch kann es ruhig ohne mich machen, das finde ich gut. Du bist noch versenken, oder? Vom Schiff. Ja, das Schaluppe braucht halt am längsten so versenkt, um so versenkt zu werden. Ja, genau. Das ist halt. So. Ich fülle gerade unsere Supplies auf, weil wir jetzt sowieso gegen die Insel gefahren sind. Oh. Ich habe einige coole verwunschene Kanonenkugeln gefunden. Oh nein. Und gibt auch eine Ananas. Hallo Ananas. Boah. Au. Was mit dir? Warum suchen die Leute immer Stress? Ich verstehe es nicht. Ich stehe es auch nicht, hä? Wenn du eh keine Chance haben. Was erwartet ihr denn? Die Bananen Wenn er heilen schafft, jetzt das viel Schiff weniger, jetzt gell? noch in den Griff zu halten, dann läuft bei ihnen, weil ich bin ja bei uns auf dem Schiff. Es müsste so gut wie vollgelaufen sein. Wenn er es noch schafft, in den Griff zu halten, Respekt an ihn, aber ich habe jetzt keine Lust. So, So. hi. Hallo. Osten ist der Kurs. So, kannst eigentlich schon mal losfahren. Ich hole noch ein paar Supplies. Du kommst halt nach, ne? Ja. Ja, schön die Sandbahn mitgenommen. Hast schön die Sandbahn mitgenommen, so wie das steht. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sind echt voll die Skelette unterwegs auf der Insel. Ja, mehr unterwegs ist auf der wichtigen Insel. Wieder? Gibt's hier irgendwas oder wie? Ja, krass. War das von vorher? Okay. Da, was haben wir hier? Also ziemlich leer. Jetzt kommen schon wieder Skelette. Was ist denn los? Was ist denn los mit euch? Wenn du willst, kannst du gleich angeln. Wir fahren durch den Sturm. Oh, sehr cool. Gibt's ja besondere Fische, Mit gell? Blutegel. Blutegel. Mit Hast du? Blutegeln, okay. Da haben wir mehr als genug. Haben wir davon was? Oh, Tatsache. So. Bin jetzt 47, 44, 10. 40. Vom Näher. Sauermel vor. Du bist der Legende. Der Sauermel Sogar. vor. Da war er, genau. Ich bin Es auch ist. fast Legende. Es ist echt nicht leicht, muss man echt sagen. Oh, viel Spaß. Angeln. Bei den hohen Wellen, ja. Also das neue Update ist echt toll, Melfor. Bin mega begeistert. Aber Schaden. Ich bin zwar, ja, ich glaube in der Mitte. Ja. Ich würde zwar nicht sagen, dass es jetzt so ist, wie es immer sein sollte, weil es geht noch ein bisschen mehr, finde ich. Aber an sich macht super geil Spaß. Macht super geil Spaß auf jeden Fall. Gibt einen Haufen zum Entdecken jetzt. Ich kann auch einmal hier ankern, dann können wir beide einfach hier angeln. Ja, klar. So mitten im Auge. Da war ja bloß ein Blutegel. Habe ich da welche dabei? Unten waren auf jeden Fall welche drin gewesen. Ja. So. Oder können wir jetzt unser Glück hoffen? Wie ist Oh, wir sind das? gar nicht mit. Ich weiß ja, ob es von hier geht, aber müsste tiefer in den Ach, hier Sturm ist rein. eins. Okay. Echt? Ich weiß, ihr müsst tiefer rein, oder reicht Noch das so? tiefer.
Ich weiß es nicht, rechts von uns scheint der Dschungel wieder aufzulösen, deswegen sage ich ja. Das ist eine Schaluppe. Sehe ich nichts mehr. Naja, ich denke mir schon, dass es geht, oder? Ich weiß es nicht. Ich habe halt noch keinen Sturmfisch gehabt. So, ich will jetzt ja, aber auch spielen. Schalte dich auf das Handy um. Ah, cool, super. Schreib mich mal vor. Lass dich hier unterhalten. Hallo Freestyle, sorry, hatte dich gar nicht richtig begrüßt. Alles gut, ich hatte auch nicht dich begrüßt. Oh, wir haben Schaden. Ja. Und wir sind beide am Angeln. No. Ich brech mal ab, ich habe einen ganz kleinen Fisch, das ist nicht der, den ich haben wollte. Ah, okay. Für mich sind alle Fische neu. Aber ich habe auch einen kleinen Fisch, glaube ich. Ja, der ist doch klein. Ich weiß gar nicht, wie die Sturmfische genau aussehen. Hm. Hi Anni, servus. Huhu ihr Lieben, Gesundheit. Dankeschön, Dankeschön. Bei dem Wetter ist kein Wunder, dass ich krank wäre. Ja, bei uns hat es gestern noch geschneit. Nein, ich dachte jetzt in-game. Nee, also. Gestern hat es hier aber wirklich geschneit. Achso, okay, krass. Da hab ich mich verarscht gefühlt. Das ist ja heftig. Uns wird schon lange nicht mehr geschneit. Im Mai, einfach Schnee. Boah, heftig. Warum auch nicht? Geht schon. Zieh. Jetzt. Hallo. Wer bist denn du? Du bist der Normaler. Ein mandelweißer Wels. Und Wels. Dann. Einmal geht noch. Ja, wir sind echt ganz schön außerhalb. Ich werde mir erst einmal unten ausschöpfen. Macht ja eine Schaluppe hier. Die bleibt da hinten, so wie es ausschaut. Ja. Ich glaube, die angelt auch. Ich glaube, ich habe sogar einen. Oh nein, ist ja auf, oder? Angelsimulator. Übel, ja, und der Seegang. Bei mir hat es auch geschneit. Angelt ihr in Real Life auch? Nee, Crash gar nicht. Ich habe schon mal als Kind immer mal geangelt. Aber selbst, also so mit Angelschein, ja, das und ist so. Ein Sturmfisch. Oh, cool, hast du ihn erwischt? Siehst du ihn? Ja, ich sehe ihn. Aber ich schau mal gleich genauer an. Irgendwie kann ich mich nicht umdrehen. Boah. Ja, klar. Er war einfach voll ins Bild reingegangen. Ja, aber echt. Nee, ich angle auch nicht in Real Life. Also ich hab's mal. Ich hab so eine Angelroute hier. Naja. Eher weniger. Ich kenne einen, der angelt in Real Life und angelt auch am PC. Oder an der Konsole eben. Dem Fishing Simulator. So, geh her da. Geh her da. Ist voll cool gemacht. Macht irgendwie voll Spaß. Hm. Na, jetzt aber. Bist du denn gar nicht müde? Jetzt. Ha! Er wollte sich schon wieder losreißen. Wollte schon wieder Gas geben.
Ist aber ein sonnengelber Punchstieber. Ja, die Punchstieber sind ja die Standard. Ja. Aber die sonnengelben habe ich glaube ich noch gar nicht gehabt. Meine ich zumindest. Ich habe einen Wels, glaube ich, oder? Ja, ich habe einen blauen Wels. Ein Saphirblauer. Ein Saphirblauer. Oh, cool. Genau, jetzt muss ich gleich mal deinen Dings, deinen Fisch anschauen. Ich liebe es, in-game zu angeln, das ist so beruhigend. Hast du denn so einen Angelsimulator, Anni? Essen an mir vorbeilaufen. Okay. Ah, da ist er. Cool. Uralter Sturmfisch. Sieht geil aus. Mhm. Ah. Oh, der ist jetzt auch fertig. Passt. Bringt 225 gebraten. Deiner? Mhm. Cool. 225 ist nicht so viel. Nicht so viel, bringt dafür auch 600. Also für so einen Sturmfisch ist das irgendwie wenig, gell? Naja, die Trophäen bringen halt immer viel. Ja, genau. Aber das ist wahrscheinlich zufallsabhängig. Ja. Musst du da Holz nachlegen im Feuer oder geht es automatisch? Also Anni, da braucht man nichts nachlegen, das geht automatisch. Ich fahre da mal wieder weiter. Ja, genau. Die Pfanne ist immer heiß. Das ist halt ein mit Dynamo gesteuerter Ofen. Genau. Durch Geschwindigkeit, die fahren, legt er sich wieder auf. Genau. So, lecker, lecker. Oh, dieses Rätsel fand ich bisher am schwersten. Also die, wie ich gesehen habe. Und ich, die ist schon echt fies. Aber konnte man verstehen. Okay. Kommen wir an einem Dings vorbei? Nee. An einem SC-Handelsposten? Nö. Schade. Wir sind voll weit weg. Steven Spoils ist irgendwo in der Nähe, aber ist auch weit weg. Naja. Genau, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Engine Spire ist markiert. Achso, okay. Ah, genau, du hast ja gesagt gehabt, dass da die Dings ist. Die Tasche. Die Tasche. Tasche, ja. Tasche, ja, ist er ein Star Trek Charakter. Deswegen ist mir jetzt eingefallen. Wir müssen mehr nach Westen, gell? Oder fährst du um die Insel rum? Nein, du fährst um die Insel Westen, rum. Westen, Osten meinst du, ne? Und ja, Osten, ich fahr halt hier um den Stein herum. Genau. Ich sehe sie schon. Das andere Westen. Osten. Ah, links, rechts, links Schwäche, ne? Ja. Auch bei Sea of Thieves. Ich raste immer aus, wenn man in einem Spiel angeln kann, wie bei Raft oder Rising World. Und ich hoffe ja auf eine Angel bei Seven Day to Die. Spielst du das? Seven Day to Die? Ich hab Raft schon mal gespielt. Du auch nicht, gell? Ja. Ich hab's mir gekauft, aber ich hab's noch nie gespielt. Also nicht so wirklich gespielt. Hab mir kurz angetestet. Aber Raft ist cool. Da habe ich mir die Entwicklerversion geholt von Itch.io. Was ist das? Itch.io? Ich glaube schon, Itch.io. Und die ist dann kostenlos. Bei der Steam-Version ist halt noch einiges dazugekommen. Wo ist denn eigentlich der Steg? Auf der anderen Seite. Boah. Ja. Immer auf der anderen Seite. Natürlich, wo auch sonst. Ja. Was? 1000 Spielstunden, ne? Von 7 Days to Die. Oh, krass. Respekt. Also ich habe bei meinen meistgespielten Spielen nur... Wie viel habe ich da geschafft letztens? Habe ich letztens geschaut. Bei Dota, 800, ne? Glaube ich, oder so. Hä? Bei Dota bestimmt, bei Dota, ne? Genau. Dota war das. Das meistgespielte Spiel ist bei mir League of Legends. Ja, genau. Aber... Das spiele ich nicht mehr, das ist
zu sehr ein großer Salzgehalt. Salty. Aber ist schon krass. Also das ist einfach eine Salzmine. Schaust du, wie viele Spielstunden du eigentlich so für Spiele investierst. Das macht ja doch Spaß. Oh.